Hey, hast du kurz Zeit? Ja. Ja? Ich wollte sagen, dass es mir leid tut. Wegen Tess. Das war's. Ich fange nicht wieder davon an. Ellie, mach dir keine Sorgen um mich. Wir sollten nach Bill sehen. Okay. Sollten wir wohl gleich mal. Öffne das Garagentor mit Bill. Ja, das hätte man ja natürlich auch schon versucht. Ich wollte mich doch nur mal hier genau umsehen, also. Ja, okay. Was habe ich gesagt? Da ist der Truck. Ragt aus der Schule raus. Na los. Da hinten sind einige. Wir müssen leise sein. Wie machen wir das jetzt am sinnvollsten? So, da haben wir eine, ist einer weniger. Ja, da kommt auch auf uns zu. Wenn wir so weitermachen, läuft das ganz gut, denke ich. Aber wir müssen wahrscheinlich den hier noch. Wir müssen wahrscheinlich an allen vorbei. Jetzt sind wir mal ehrlich, warum sollte sonst hier. Warum sollten hier sonst so viele sein? Waren das jetzt alle? Also Rennen war auf jeden Fall keine gute Idee. Aber ich glaube, das könnten jetzt alle gewesen sein. Ellie, lauf! Lauf! Sie kommt von überall! Oh je. Wir sollten nichts riskieren. Wie kommen wir rein? Da liegt eine Leiter auf dem Bus. Hilf mir da hoch, dann hole ich sie. Ich finde das so witzig, dass wenn man R drückt für Reload, warum auch immer ich jetzt nachladen wollte, einfach der den nächsten Molotow wirft. Das ist... Weiß nicht. Finde ich irgendwie... Finde ich ein bisschen seltsam. Gut, dann
Sei vorsichtig da. Danke, Bill. Alles okay. Wir müssen nur zur Motorhaube kommen. Als ob das so einfach gelingt. Hört ihr das? Sie kommen. Schnell jetzt, Kleine. Okay, wir gehen schnell rein. Wir holen uns die Batterie und wir machen, dass wir hier wegkommen. Verdammt, okay. Verschlossen! Sie drücken gegen den Zaun hier drüben. Er wird nicht halten. Los, 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 ihr zwei, lauf! Natürlich. Los, komm! Scheiße. Das wird nicht halten. Bill, jetzt beeil dich! Hilf mir! Bist du jetzt so weit? Was? Es ist leer, verdammt! Leute! Wohin? Bill, wohin? Erstmal weg hier! Wir müssen raus hier! Komm mit! Es war ja irgendwie in gewisser Weise zu erwarten. Wir schleichen uns hinten raus. Ihr zwei folgt mir. Ich bringe uns hier raus. Na dann los! So. Ja, komm. Nachricht. Klassenräume geht's schneller. Na dann. Hier haben wir noch einen weiteren Baseballschläger. Hier geht's durch. Wir müssen an denen vorbei. Komm schon, ja. Waren da gerade noch zwei oder sind die jetzt wieder rausgegangen? Da, die gehen auf jeden Fall wieder raus. Dann machen wir das so. Alles kurz und schmerzlos. Ja, aber jetzt wirklich alles erledigt ist, das bezweifle ich. Ja. Da können wir lang. Den Flur runter. Ah, hier. Da sage ich nicht nein zu. Auch witzig, wie der jetzt gerade noch hier so ein bisschen rumgekrochen ist. Ach, so knapp war das gar nicht. Da hatten wir schon knappere Geschichten. Hilf mir mal damit. Okay, bereit?
Kadaver. Komm schon, Scheiße. Da sind noch mehr. Türen versperrt. Das wird sie nicht lange auf. Das klingt nicht gut. Oh nein. Verdammt, was ist das denn? Ein verdammter Blut. Ein was? Ellie, in Deckung. Ich mach das. Oh. Okay. Also mit denen sollte man sich nicht unbedingt anlegen. Haben wir den also auch mal gesehen. Oh, puh. Was war das für ein großer Typ? Er ist schon sehr lange infiziert. Wir nennen sie Bloater. Bloater. Okay, verstanden. Ich unterbreche nur ungern die Aufklärungsstunde, aber können wir endlich hier weg? Bitte? Wir sind doch schon dabei. Klettern wir auf die Tribüne. Hilf mir auf, Joel. Ja, gleich. Können wir hier irgendwas holen, wo der herkam? Ja, natürlich. Gut, dass wir nochmal geguckt haben. So, wenn das voll ist, dann stellen wir auf jeden Fall nochmal Messer her. Nehmen das nochmal mit. Dazu sagen wir auch nicht nein. So, und jetzt sieht es aber danach aus, als... wäre hier nichts mehr, den haben wir ja schon ausgetauscht. Ja, dann können wir auf die Tribüne rauf. Okay, gehen wir, Leute. Okay. Los geht's. Gut, kommt schon, kommt. Joel, hinter dir! Verdammte Scheiße! Okay! Oh, ich hasse diese Dinger. Ja, da sind wir schon zwei. Vor allem, weil wir jetzt mittendrin noch nachladen mussten. Okay, geschafft, dann los. Komm hoch hier. Zieh mich hoch. So, wir sollten uns aber definitiv mal kurz selbst versorgen. So, und... davon am besten mal was herstellen. Aber ich würde jetzt... na gut, davon können wir noch eins herstellen, aber jetzt zwar kein Alkohol mehr, aber... das ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Hier auf jeden Fall erstmal ein bisschen mehr reinladen. Weiter! Ich bin hinter dir! Aua! Ja, komm, da gehen wir wieder hoch.
los. Na, das lief ja toll. Okay, ich gehe und sehe mich hier hinten um. Bell? Irgendjemand war schon hier. Mein Zeug ist weg. Okay, und was verdammt ist Plan B? Sei du lieber dankbar, dass du noch atmest. Das hier war Plan A, B, C, komplett bis Z. Und überhaupt, sag Tess, sie kann Lass sich den Job... Lass gefälligst Tess da raus! Ganz tief in ihr... Scheiße. Kennst du etwa diesen Typen? Frank. Und wer ist Frank? War. Wer war Frank? Er war mein Partner. Nur ein Volltrottel wie er würde so ein Hemd tragen. Das sind Bisse. Hier und er wollte sich bestimmt nicht verwandeln, also. Ja, scheint so. Na, scheiß drauf. Schaut mal, Jungs. Das Ding läuft noch. Das ist meine Batterie. Das verdammte Arschloch. Steig aus. Steig aus. Okay. Mann. Die Batterie ist leer, aber die Zellen sind noch okay. Das heißt? Das heißt, wir schieben, wir starten und die Lichtmaschine lädt die Batterie. Und das soll gehen? Hey, du wolltest einen Plan B. Mehr ist eben nicht drin. Immerhin. Was meinst du? Ich meine, du fährst und wir schieben. Himmel! Das gehört auch mir. Nein, wir mobsen uns daraus erstmal was. Also was? Du hast mein Zeug geklaut und bist weg? Ist es so, Frank? Du solltest das Haus durchsuchen. Hier gibt's bestimmt noch was. Gute Idee. Gut, dann durchsuchen wir das Haus. Das wäre so oder so. Wenn wir anfangen können. Ich lass es dich wissen. Ja, nun, jetzt haben Bill und Joel beide was gemeinsam. Sie haben beide ihren Partner verloren. Aber gut. Jetzt scheint es ja wieder ein bisschen zu laufen. Stand jetzt, wenn das so funktioniert. Gibt sogar noch eine Menge Zeug. Ach ja. Ach Bill. Ich bezweifle, dass du diese Nachricht je finden wirst. Weil du immer zu ängstlich warst, um in diesen Teil der Stadt zu kommen. Falls doch, sollst du wissen, dass ich dich nie ausstehen konnte. Ich hatte keine Lust mehr auf diese Scheißstadt und dein Spießertum. Ich wollte mehr vom Leben. Und das hast du nie verstanden. Und diese blöde Batterie, wegen der du immer rumgejammert hast, ich hab sie. Aber du hattest wohl recht. Der Versuch, diese Stadt zu verlassen, würde mein Ende bedeuten. Trotzdem besser, als noch einen Tag mit dir zu verbringen. Viel Glück, Frank. Ja nun. Die beiden müssen sich ja super verstanden haben. Nee, waren wir schon. Gibt's da noch einen Weg nach oben oder ist das so ein nur normales ebenerdiges Haus? Wie viel haben wir davon jetzt eigentlich? 40. Maximale Gesundheit, Fertigungszeit, Heiltempo. Kann auf jeden Fall gerne mal unsere maximale Gesundheit nach oben setzen, aber dafür brauchen wir ja noch ein bisschen was. Bereit. Bevor wir, wie gesagt, wirklich gehen, aber ich glaube, das ist wirklich nur ein ebenerdiges, ja, ist es nur. Okay. Will, ich hab das gefunden und denke, du solltest es haben. Mhm. So fühlst du dich. Schön
Leck mich doch, Frank. So ein Idiot. Können wir gehen? Jo, ich denke. Oh. Kommst du damit klar? Ja, kein Problem. Du schlägst dich ganz gut. Das solltest du wissen. Ich werde dich nicht enttäuschen. Okay. Ich finde das schön, wie die Beziehung zwischen den beiden immer besser wird. Okay, Bill, dann los. Okay, leg den ersten Gang ein.